Im letzten Video bekamen Josef und Maria eine Unterkunft in einem Stall. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz mehr für sie war. Es muss wohl auch um diese Zeit gewesen sein, dass die Weisen aus dem Morgenland in Jerusalem ankamen. Der Stern gab ihnen die Richtung vor. Und nach ihrer langen und entbehrungsreichen Reise auf dem Rücken der Kamele waren sie glücklich, in der Stadt Jerusalem angekommen zu sein. Die Kamele hatten sie an der Stadtmauer in Pflege gegeben. Die Weisen unterhielten sich. Was ist das für ein Glück, dass wir heil angekommen sind? Es hätte ganz schön schief laufen können. Gut, dass man sich vorher nicht überlegt, was man tut. Dann wäre ich nie losgeritten. Naja, jetzt sind wir ja sicher. Noch kurz den Weg hinauf. Ein Soldat unterbrach sie. Halt und Hände hoch! Die Weisen antworteten erschreckt. Wieso das denn? Das nehmen wir mit. Der Soldat riss den Weisen aus dem Morgenland ihre Geschenke aus der Hand. Was sollen wir dem König denn jetzt schenken? Ein Schriftgelehrter wurde auf den Konflikt aufmerksam und sprach: Ihr kommt zu spät und seid weit hergereist. Ein Weiser antwortet: Ja, ganz weit her. Und jetzt wollen wir zum König, um ihm zu seinem Sohn zu gratulieren. Kommen Sie mit, ich bringe Sie zum König. Als sie bei Herodes ankam, sprach dieser zu ihnen: Hochgeehrte Gäste, ich habe schon auf euch geachtet, als ihr kamt. Wo kommt ihr her? Ein Weiser sprach: Erhabener Herodes, wir kommen aus dem Morgenland und sind dem Stern gefolgt, der uns in diesen Palast gebracht hat. Man sagte uns, er kündigt die Geburt eines neuen und einzigartigen Königs an. Das meint ihr nicht ernst. Es kann keinen anderen König außer mir geben. Wo kommen wir denn da noch hin mit zwei Königen? Das wäre doch ein riesiger Verwaltungsaufwand. Doch, und wir haben die Geschenke für einen Königssohn dabei. Das heißt, wir hatten sie dabei. Jedoch hat man sie uns vor eurer Tür abgenommen. Jetzt geht das schon wieder los. Ihr habt es den Leuten erzählt, weswegen ihr hierher gekommen seid? Ja, natürlich. Ich hatte gedacht, ich hätte Ruhe. Und jetzt geht das wieder los. Wie viele Leute muss ich noch beseitigen, damit das endlich einmal aufhört? Dieses Gerücht von dem Messias. Schriftgelehrter, wo wird er denn geboren nach der Schrift? Der Schriftgelehrte antwortete: In Bethlehem Ephrata. Denn du bist mitnichten die kleinste unter den Städten in Juda. Aus dir soll mir der kommen, der Israel, der Herr sei. Nicht weit von hier. Also, nehmt eure Geschenke und geht zu dem Kind. Fallt vor ihm nieder, und ich werde dann auch vor ihm niederfallen, wenn ihr mir auf der Rückkehr gesagt habt, wo er wohnt. Die Weisen hatten sich auf den Palast gefreut, aber nun galt es, weiterzuziehen. Immerhin haben sie nicht gleich aufgegeben, nachdem sich ihr angepeiltes Ziel als falsch erwiesen hat. Obwohl, an sich gezweifelt haben sie schon, und auch ein wenig an ihrer Mission. Wo sollte der Stern sie denn noch hinführen? Während sie noch im Dunkeln tappten und kaum zu hoffen wagten, dass sie noch zum Ziel ihrer Reise kamen, war ganz in der Nähe von Bethlehem Hirten. Wir können vermuten, dass es schon längst in der Nacht war. Sie hatten die Schafe, als es dunkel war, zu einem Pferch zusammengesperrt und mussten aufpassen, dass ihnen nichts passiert. Sie unterhielten sich. Sind die Schafe ruhig? Ich glaube schon. Man muss aufpassen. Wenn man nicht ständig wach bleibt, werden die Schafe gerissen. Hier, meine Hand ist immer noch verletzt, weil ich das wilde Tier abgewehrt habe. Ob es dir die Schafe danken, dass du so für sie da bist? Die Schafe? Was wissen die schon? Zutraulich sind sie ja, aber auch fahrlässig und unüberlegt laufen sie jede Sache hinein. Es ist wie bei den Menschen. Kümmerst du dich um sie und sagst, sie sollen das lieber lassen, meckern sie wie die Schafe, wenn ich da an meine Frau denke. Du weißt, wie ich denke. Es wäre gut, wenn die Menschen wären, wie wir Hirten. Wenn mir die Menschen ihre Schafe anvertrauen, dann will ich, dass ihnen nichts passiert. Ich fühle mich schlecht, wenn es ihnen schlecht geht. Ich mache mir Sorgen, wenn sie nicht genug haben oder nach einer dürren Zeit das üppige Grün noch nicht vertragen können. Stimmt, das habe ich von dir gelernt. Als ich noch jung war, wollte ich es noch nicht wahrhaben. Da dachte ich immer, Hauptsache, ich komme nicht zu kurz. Ich habe mich um mich selbst gedreht. Und ehrlich gesagt, ich war nicht glücklich. So kenne ich dich noch.
Es hat sich erst geändert, seit der Kleine bei dir ist. Stimmt. Was macht er denn gerade? Er schläft. Du hast recht. Erst wollte ich ihn weiterschicken. Ich dachte, er ist ja wie ein Klotz am Bein. Und ich habe mich davor gefürchtet, für ihn da zu sein. Naja, perfekt bin ich gerade nicht. Aber eines lass dir gesagt sein. Seit du dich um ihn kümmerst, bist du ein anderer Mensch. Ruhiger, viel vernünftiger. Was steht ihr hier denn so herum? Was ist los? Ist es schon morgen? Nein, nein, schlaf weiter. Du kannst dich morgen mit dem Hund und den Schafen wieder austoben. Wir haben nur nach dir gesehen, ob alles in Ordnung ist. Warum denn nicht? Setzt euch wieder ans Feuer und erzählt mir die alten Geschichten. Dabei kann ich so gut einschlafen. Los, Elia, erzähl du. Du kannst das am besten. Ja, Junge, das ist nun schon über 20 Generationen her. Was war das noch für eine Zeit? Der alte Priester Samuel suchte einen jungen König, der klug und mutig war, der sich nicht nur um sich selber kümmerte. Als König hat man ja Verantwortung für ein ganzes Volk. Zumindest sollte es so sein. Und so suchte Samuel. Er wollte nicht jemanden, der nur körperlich stark und rüpelhaft war. Er suchte jemanden, der klug war. Nicht durch äußere Größe sollte er überzeugen, sondern durch innere Größe. Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Fröhlichkeit und Gottesfurcht. Weißt du, wo er gesucht hat? Ich nehme an, bei den Hirten, weil die das können. Ganz genau, er suchte einen Hirten. Und, hat er ihn gefunden? Nicht gleich. Hier in Bethlehem hat er ihn in der Familie des Isai gesucht, aber zunächst nicht gefunden, weil der Jüngste auf der Weide bei den Schafen war. Zum Glück hat Samuel nicht aufgegeben und nicht locker gelassen, bis man ihn fand. Den kleinen Hirten David, der unser größter König wurde. Der hat alles richtig gemacht. Hat er sicher nicht, aber es war bis zuletzt ehrlich und hat seinen Fehler eingestanden. Und das haben die Menschen an ihm geschätzt. Los, komm, jetzt wird geschlafen. Irgendetwas ist heute ganz besonders. Los, Junge, wirf dich nieder. Auf einmal erschien ein Engel und sprach. Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde eine große Freude, die allem Volk zugeteilt werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Einer der Hirten, um genau zu sein der Jüngste, wusste gleich, was zu tun ist. Los kommt, steht schnell auf. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der wahre Hirte der Menschen geborene worden, der auf Klugheit setzt und nicht auf Gewalt, der sich um die Armen kümmert und die Menschen friedlich macht. Kommt endlich. Ja, ja, wir nehmen eine Kleinigkeit mit. Los, wir gehen! Die Hirten hatten es ja nicht weit und zum Glück schienen die Sterne, sodass sie den Weg etwas erkennen konnten. Sie ließen ihre Herde ausnahmsweise einmal stehen und unbewacht. Sie eilten in den Ort. Irgendwie hatten sie das richtige Gefühl. Sie fanden Maria und Josef nicht in der größeren und schönen Herberge, in einem der großen und schönen Häuser der Villen, sondern in einem Stall und das Kind auf Heu und Stroh. Ich habe es geahnt, dass dieses Kind in großer Armut und eigentlich ganz unbemerkt geboren wurde. Wir müssen es der Mutter und dem Vater erzählen, was wir geschaut haben. Maria wandte sich ihnen zu und sagte: Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Euer Erscheinen ist uns ganz wichtig. Es gibt uns große Kraft, dass ihr euch zu uns aufgemacht habt und uns nicht abgewandt habt wie die anderen Leute. Wir sind nicht verlassen. Ihr schickt uns gute Freunde. Die drei Weisen aus dem Morgenland kommen etwas später in Bethlehem an und sprechen zueinander in einer dunklen Gasse. Steig ab von deinem Kamel. Hier wird es ganz eng. Wir gehen zu Fuß. Na gut, wenn du meinst. Es ist so schrecklich dunkel hier. Wen soll man um diese Zeit noch fragen? Ich hoffe mal, wir sind hier im richtigen Ort. Sag mal, bist du denn unterwegs blind geworden? Der Stern leuchtet so deutlich wie nie. Es muss richtig sein. Na los, lass uns gehen. Um ehrlich zu sein, etwas Weihrauch sollten wir schon mal anmachen, damit es hier etwas besser riecht. Ihr seid aber auch lahme Leute. Ich will es jetzt wirklich wissen. Los, kommt. Seht mal, dort vorne. Da ist doch so etwas wie ein Lichtschein. Ladet uns um diese Zeit noch eine Kerze an. Wir gehen mal ganz leise hin.
Ich sehe schon was. Was? Ein Stall, ein paar arme Hirten, ein Mann und eine Frau mit einem winzigen Kind. Seht mal, wie die Eltern strahlen, während sich die Hirten mit ihnen unterhalten. Und davor hat Herodes Angst. Keine Soldaten, keine Burg, keinen Personenschutz, kein Sicherheitsdienst. Jeder kann kommen und mit ihm sprechen. Das ist kein Gegner des Königs. Ich sag's dir. Dieses Kind bringt etwas ganz Neues auf die Welt. Ganz wehrlos. Das ist genial. Damit rechnet keiner. Nicht mal der schlaue Herodes. Hier haben wir es mit Gott zu tun. Die Geschenke. Fast wäre ich schon hier auf die Knie gefallen. Die Geschenke brauchen sie ganz dringend. Mir kommt es so vor, als könnten wir nicht besser kommen. Gott hat uns Heiden über 1000 Kilometer laufen lassen, damit sie bewahrt bleiben. Wir müssen es ihnen sagen. Längere Zeit können sie hier nicht bleiben, sondern so bald als möglich weiterziehen. Die Wundsalbe, die Myrrhe, das Gold brauchen sie, wenn sie weiterziehen und vor Herodes fliehen müssen. Und der Weihrauch, das ist für den Augenblick, den sie jetzt genießen können, weil sie einen Moment Ruhe haben. Los, kommt jetzt. Jetzt wird nicht mehr diskutiert, jetzt wird gehandelt. Die drei Weisen aus dem Morgenland knien sich neben die Krippe und überreichen überglücklich ihre Geschenke an Maria, an Josef und an Jesus. Den Standort des neugeborenen Königs werden sie dem böswilligen König Herodes nie verraten.